Ich habe die Hoffnung drin, dass eigentlich Sachen, die wir heute lange brauchen, um zu begreifen, wie um das geht, dass man mit künstlicher Intelligenz darauf hingewiesen werden können, was machen wir falsch. Ich komme aus dem Maschinenbau, darum so vom Technischen her, gerade die Produktion ist sicher interessant. Industrie 4.0 Stichwort. Erwartung und Hoffnung, glaube ich, irgendwo durch, dass es auch unser Leben erleichtert oder uns unterstützt im Leben. Also ja, Unterstützungsfunktion, würde ich sagen. Das Coronavirus, das im Moment ja da ist, ist sehr aktuell. Und da wird ja auch schon sehr stark mit Supercomputern ja versucht zu analysieren, wie kann man den am besten bekämpfen. Also ich kann mir gerade im HR-Bereich kann ich mir einiges vorstellen, gerade was interne Services anbelangt, dass man einfach administrative Fleissarbeiten könnt eliminieren. Man merkt es ja schon, also zum Beispiel Übersetzungsmaschinen sind sehr viel besser geworden. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo KI eine riesige Rolle gespielt hat. Zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt nach Japan reist, einfach das Handy nehmen kann und über einen Text halten kann und das wird dann simultan übersetzt. Entdecken, ob jemand Krebs hat oder Plaque in den Arterien oder sonst irgendwelche Probleme. Die ganze medizinische Diagnose, die wird bald übermenschlich gut sein. To evaluate information, for instance, about the environment, about the spread of diseases, about the symptoms, or how certain medical images look like, and help us in taking decisions about what actions to take based on that. Gibt's Angst, wo Sie haben? Eigentlich nicht, nein. Bei den Algorithmen, dass irgendein Resultat dabei rauskommt, niemand kann sagen, wieso ist das Resultat zustande gekommen. Aber es kann zum Beispiel sein, dass darum ich keine Sozialleistung mehr bekommen will, weil ein Algorithmus das sagt. Nicht konkret. Wenn dann der Bürger so quasi durchsichtig wird. Angst konkret? Nein, ich bin nicht ein ängstlicher Mensch. Ich glaube, man muss einfach wissen, was man von sich preisgibt, wo dass man seine Daten und seine Themen hinterlässt. Nobody knows. Let's say the evolution of this technology took many people unprepared. The general imagination of a Terminator or a super intelligent entity coming and making me its slave. I think this is still science fiction. In manchen Ländern, da kümmern sich die Leute nicht viel um Privatsphäre. Und da ist es leichter für die Regierung, Privatsphäre auszuhebeln. China ist ein Beispiel. Ich glaube, das ist der Bereich, der mir auch langfristig am meisten Angst macht. Weniger Angst, dass die Maschinen die Herrschaft übernehmen, sondern dass Menschen Maschinen dazu benutzen, ihre Herrschaft auszubauen.